Hi, hallo und herzlich willkommen zurück in der Lobby beim University Future Festival, eine Veranstaltung ausgerichtet von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre und dem Hochschulforum Digitalisierung. Ich freue mich, dass ihr noch dabei seid. Ich habe heute jetzt hier zwei Mitarbeiterinnen, die auch im HFD tätig sind. Einmal Dr. Jasmin Jabarian und Aline Röttke. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal selber vor. Jasmin, fang du an. Ja, sehr gerne. Ich bin Jasmin Jabarian, ich bin Programmmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung und da vor allem für unsere studentische Digital Changemaker Initiative verantwortlich und Innovation Hub Projekte. Cool. Ja. Aline. Ich bin Aline, ich helfe Jasmin und unterstütze sie in der Digital Changemaker Initiative und studiere außerdem an der Europa-Universität Viadrina Sprache, Mediengesellschaft im Master aktuell. Und du kommst auch aus den Changemakern, oder? Nein, aber ich bin sozusagen mit in die Initiative reingegangen, ja. Perfekt. Deswegen sprechen wir nämlich heute über die Digital Changemaker, das HFD. Ich kann mich noch erinnern, Jasmin, wie wir, das ist schon ein paar Jahre her, da saßen Oliver Janoschka und ich und noch ein paar andere in Berlin und haben uns darüber die Köpfe zerbrochen, wie man es schafft, die studentische Beteiligung am HFD zu erhöhen, weil, glaube ich, alle den klaren Bedarf gesehen haben, dass die Stimme der Studierenden einfach zu leise war im HFD. Deswegen erklär uns ein bisschen, was sind die Digital Changemaker? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir sehen an vielen Stellen, dass Studis super kreativ sind, innovative Ideen haben, engagiert sind, dass sie wirklich ein großes Potenzial, Innovationspotenzial für Hochschulen bergen und dass sie die digitale Transformation an Hochschulen auch wirklich innovativ mitgestalten können, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen, beziehungsweise auf Augenhöhe eingebunden werden. Und da setzt genau die Digital Changemaker Initiative an. Das heißt, bei uns im Hochschulforum war schon immer sehr, sehr wichtig und zentral, Studis einzubinden. Und seit 2018, du hast ja gerade schon angesprochen, seit ein paar Jahren ganz dezidiert in unserer Zukunfts-AG Digital Changemaker. Das heißt, da arbeiten wir mit Studierenden aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, um Digitalisierung in Studium und Lehre mitzugestalten, Impulse zu setzen, die studentische Stimme laut hörbar einzubringen. Und ich glaube, was man noch sagen kann, außer den Jahrgängen in der Digital Changemaker AG, kann man, glaube ich, schon sagen, dass Digital Changemaker auch so ein Label ist. Also da fallen nicht nur die Mitglieder der Zukunfts-AG drunter, sondern ganz viele Studis, die Verantwortung übernehmen wollen, die mitgestalten wollen, die ihre Ideen einbringen wollen. Und das sehen wir auch bei uns im Hochschulforum an verschiedenen Stellen, dass in der Studierenden-Community viele engagierte Personen mit dabei sind. Und das wollen wir auch in den nächsten Jahrgängen weiter ausbauen. Also integrativer auch die AG gestalten und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen, sich punktuell, aber auch phasenweise einzubringen. Kannst du noch ein bisschen was sagen zum Umfang der Initiative? Also in welchem Jahrgang sind wir jetzt und wie viele Leute sind das so ungefähr, die da mit euch arbeiten? Ja, also wir sind jetzt gerade im dritten Jahrgang, beziehungsweise der endet gerade. Aktuell läuft ein neuer Call, da werden wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind am Ende des dritten Jahrgangs. Das heißt, Studis committen sich quasi ein Jahr mit uns und miteinander vor allem und mit vielen, vielen Community-Mitgliedern und anderen Studierenden deutschlandweit und ehrlicherweise auch über Deutschlands Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten. Und ja, dann kommt es so ein bisschen immer drauf an, wer sich wie wo einbringen kann und möchte, also Interessen und Kapazitätsbasiert kann man da überall mitwirken und hat von uns auch sowohl im Changemaker-Team als auch im Hochschulforum und in der Community natürlich großen Support und glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie Studierendenbeteiligung gestärkt werden kann. Ja. Aline, du hast so ein bisschen die studentische Perspektive. Was treibt denn Studis, sich dazu beteiligen? Also Jasmin hat es gerade schon angesprochen, das ist nicht wenig Arbeit. Ne? Du musst erstmal überhaupt diese Initiative finden, du musst dich beteiligen, dann gibt es regelmäßige Arbeitstreffen, es gab Ausflüge, es gab vor Ort Besuche, es gibt Events, die man durchführt. Also das ist schon durchaus ein Arbeitsaufwand für Studis. Was stecken da für Motivationen dahinter? Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist es einfach eine gewisse Unzufriedenheit mit Hochschulbildung, wie sie jetzt funktioniert und gelebt wird, die Studierende antreibt,
ja, was dagegen zu tun und die sowohl in der persönlichen Situation vielleicht oder auch mit Blick auf das Große und Ganze wahrgenommen wird. Aber es bleibt eben nicht bei dieser passiven Wahrnehmung der Unzufriedenheit, sondern Studierende wollen daran auch was ändern, haben selbst eigene innovative Ideen und auch Visionen darüber, wie Hochschule und Hochschulbildung aussehen kann und sollte, und wollen ja diese Ideen auch umsetzen, um studentisches Leben zu verbessern. Mhm. Und da bietet die AG eben auch einen Raum, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit Studierenden, die die gleichen Interessen, ähnliche Ziele und Herausforderungen teilen, teilweise aber ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und sich dadurch gegenseitig bereichern. Und das eben nicht nur auf lokaler Ebene an der eigenen Hochschule, sondern in so einem bundesweiten Netzwerk von Studierenden. Darüber hinaus wissen die Digital Changemaker auch über den Support vom HFD-Team und der ganzen HFD-Community, die auch dahinter steht, die Studierenden nochmal eine ganz andere Möglichkeit bietet, Veränderungsprojekte anzutreiben, aber auch wirklich umzusetzen. Und das beispielsweise durch Verbindungen in die Politik, die dadurch generiert werden. Und ja, das HFD ist in dem Punkt eine Schnittstelle, um Forderungen und Positionen von Studierenden auch in die Politik zu tragen und da Veränderungen zu schaffen. Okay, du hast die Politik angesprochen. Das ist sozusagen einer der Adressaten für euch. Aber jetzt stelle ich mir mal so vor, so ich bin Lehrender, zum Beispiel an einer technischen Hochschule im Rheinland, und dann kommt ein Studi zu mir und sagt, hier Malte, deine Lehre ist scheiße, und ich habe die Idee, wie man das verändern könnte, weil ich bin Mitglied der Digital Changemaker. Wie schaffen wir das denn, dass ich als Lehrender dann sage, das ist eine coole Idee, da mache ich als Lehrender auch mit? Weil, also, ich gehöre ja dazu sozusagen. Wie schafft ihr das, dass ihr auch die Lehrenden einbindet, damit das, was die Studis ja mit viel Eigenengagement dort erarbeiten, auch tatsächlich zurückfließen kann in die Lehre? Also ich glaube, zum einen ist gerade dieses statusgruppenübergreifende Miteinander total zentral. Also so dieses Verstehen, wer kommt eigentlich woher, was sind da Bedürfnisse, was sind auch vielleicht auch mal Limitationen, aber wie können wir dieses Gemeinsame stärken und da auch als Team agieren? Und das funktioniert, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, einig, am besten statusgruppenübergreifend und gemeinsam. Ja. Und ich glaube, du hast gerade angesprochen, man hat einen engagierten Studi, der auf einen zukommt, oder eine engagierte Studierende. Und ich glaube, diese Offenheit, auch ja, diese Impulse mit aufzunehmen, die auch ernst zu nehmen und da auch ja, zuzuhören, ist, glaube ich, so ein bisschen die Basis. Und dann geht auch viel, glaube ich, so drum, ja, so einen Kreis von anderen Personen zu finden, die da mitziehen wollen. Und da würde ich sagen, zum Beispiel sehen wir an verschiedenen Standorten, Hochschulstandorten, dass sich zum Beispiel lokale Digital Changemaker-Gruppen bilden. Das heißt, nach Vorbild der Bundesinitiative, dass sich Studierende zusammenschließen und vor Ort, da wo ja auch wirklich auch der Change passiert, die Digitalisierung in Studium und Lehre mitgestalten wollen. Und da ist mit Sicherheit auch ganz essentiell, dass da eben auch die Lehrenden, vielleicht auch Support-Mitarbeitende, Hochschulleitungen, dass da alle ja, sich auch als Teil dieses Ganzen fühlen und da auch mitziehen. Und da sind wir deswegen auch besonders viel mit ganz unterschiedlichen Statusgruppen, auch in der Zusammenarbeit. Vielleicht kann man an dieser Stelle den kurzen Werbeblock nutzen und sagen, dass am Donnerstag zum Beispiel ein Roundtable stattfindet aus einem Projektteam des aktuellen Digital Changemaker-Jahrgangs der Denkfabrik Didaktik, die sich mit nicht-linearen Lehrszenarien auseinandergesetzt haben, dieses vergangene Jahr quasi, und jetzt beispielsweise in ihrem dritten Roundtable, der im Rahmen des Festivals stattfindet, zu Micro-Credentials und Studiengenerale mit eben auch ganz anderen StatusgruppenvertreterInnen in den Austausch treten. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel und zeigt, wie es funktionieren kann und wie eben dieser Austausch statusgruppenübergreifend gestaltet werden kann. Sind denn Aline, die Studis, die bei euch teilnehmen, die eben als Changemaker sich selbst verstehen, sich auch positionieren, viel Arbeit investieren, ist das noch der typische Studi? Haben die noch genug Berührung zu ihren Peers und vor allem möglicherweise auch zu den Peers, die eben sonst nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen würden, die eher froh sind, dass sie durchs Studium kommen, einigermaßen gut, und die vielleicht nicht
dieses Maß von Engagement haben? Ist da genug Verständnis da bei den Studis? Oder ist, also ich habe als Lehrer ja oft eben erlebt, dass man dann sehr schnell raus ist aus dem Verständnis, wie geht es eigentlich meinen Studierenden gerade? Das verliert man erschreckend schnell. Ist es ähnlich bei den Studierenden oder sind die nah genug dran? Ich würde sagen, dass es nicht den Status quo Studierenden gibt. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, sind die jetzt, grenzen sie sich jetzt schon von diesem Status quo Studierenden ab, aber generell teilen sie ja den gleichen Studienalltag wie andere Studierende auch und müssen die gleichen Herausforderungen meistern. Und ich glaube, das ist uns ja auch wichtig. Wir sprechen alle Studierenden an, also wirklich unterschiedliche Fachdisziplinen, unterschiedliche Punkte im Studium, die vielleicht gerade in den Studierenden sich gerade befinden, ob das jetzt StudienanfängerInnen sind oder welche, die schon weiter im Studium fortgeschritten sind, vielleicht schon promovieren. Die bringen alle sehr unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven ein und diese AG lebt ja auch von dieser Diversität der Gruppe, die sich da bereichert. Also ja, ich würde sagen, dass die Changemaker in dem Sinne schon eine große Studierendengruppe repräsentieren. Das heißt also, wenn man sich als Changemaker verdingen möchte beim HFD, läuft gerade noch die Bewerbungsfrist. Jasmin, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Wenn jetzt Studis da draußen Blut geleckt haben und gesagt haben, ich habe so viele gute Gedanken dazu, wie man die Lehre an meiner Hochschule verbessern könnte und ich habe aber einfach keine Möglichkeit, das sichtbar zu machen. Wie macht man bei euch mit? Ja, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle. Meldet euch gerne. Der Call for Digital Changemaker für den neuen Jahrgang läuft bis zum 10. Dezember. Wir suchen wieder eine schöne neue Gruppe von engagierten Digital Changemaker und freuen uns drauf, da richtig loszulegen zum Jahresbeginn. Also im Januar geht's los. Der Call läuft bis 10. Dezember. Wir freuen uns, mit euch im Austausch zu sein und vielleicht an der Stelle auch wirklich nochmal, es gibt natürlich auch Personen, die sagen, wir können uns jetzt nicht ein ganzes Jahr oder wir wollen uns oder möchten einfach nicht uns committen und sagen, wir sind das ganze Jahr dabei, aber wir wollen wirklich auch ermöglichen, dass sich Studis, die sich auch wirklich nur punktuell oder phasenweise einbringen wollen, dass sie auch einen Ort im Hochschulforum bei den Digital Changemakern haben und dass wir auch gerade um mehr Studis auch mit einzubeziehen, auch viel stärker in diese netzwerkübergreifende Zusammenarbeit, die, glaube ich, schon ganz gut funktioniert mit studentischen Initiativen, Netzwerken, Gremien, aber dass wir das auch intensivieren und damit ermöglichen, dass man wirklich so diese Netzwerkpower nutzt und hochschulübergreifend, netzwerkübergreifend zusammenarbeitet und Studierendenbeteiligung stärkt in der Breite. Das ist, glaube ich, das große Anliegen. Ja. Und vor allem, Aline, es kostet nichts. Ja, das natürlich auch. Man kann einfach so teilnehmen und man kann sich einfach so bewerben und man muss auch keine Angst haben, dass man zum Beispiel sowas wie Reisekosten, wenn man sich trifft, selber übernehmen muss und so weiter. Dafür hat das HFD gesorgt. Das heißt, rundum positiv, würde ich sagen. Lass uns noch gerade zu einem zweiten Thema kommen, ganz kurz. Die Digital Changemaker werden Teil des HFD Innovation Hub. Könnt ihr noch ein paar Worte dazu sagen, was das ist, der Innovation Hub? Ja. Und auch vielleicht, wo man ihn findet. Alles klar, ja, sehr gerne. Also die Digital Changemaker verorten sich quasi im Innovation Hub. Das ist bei uns im Hochschulforum ein Kollaborationsexperimentierraum, der jetzt, man kann sagen, es dockt an viele Aktivitäten ja auch schon an, aber jetzt in der dritten Förderlaufzeit im Hochschulforum gibt es eben dezidiert den Innovation Hub, in dem Innovationen angestoßen und in der Umsetzung begleitet werden, in dem Themen, neue Themen, Zukunftsthemen aufgenommen werden. Das heißt, es gibt keine thematische Festlegung per se, sondern agil werden neue Themen im Innovation Hub aufgenommen und mit der Community Prototypen entwickelt, Lösungsansätze pilotiert und im Innovation Hub dann eben auch durch uns begleitet. Und die Changemaker sind quasi dort auch verortet. Unter dem Stichwort Studiebeteiligung kann man, glaube ich, auch sagen, dass wir einen studiezentrierten, aber statusgruppenübergreifenden Visionsentwicklungsprozess ansteuern, in dem gemeinsam partizipativ Zukünfte auf Hochschulebene entwickelt werden und dann auch in einem Action Plan, Action Steps
sich der Annäherung dieser Vision angenommen wird. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, in Kürze, also einige Dinge sind schon angelaufen. Es gibt auch schon hier und da ja, auf der Website zum Thema digitale Teilhabe oder auch einer ja, Kooperation wie mit Equipa, wo wir als Co-Initiator in einem Innovationswettbewerb gerade mit am Start sind. Findet man schon was, aber nähere Infos zu diesem geballten neuen ja, Innovation Hub finden sich zeitnah auch auf der Website und da hoffen wir, dass viele, ja, dass viele Themen finden, wo sie mit uns mit einsteigen möchten. Perfekt. Ich danke euch beiden. Das war der Pitch für die Digital Changemaker und für den bald auf der HFD-Homepage veröffentlichten Innovation Hub. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Aline und Jasmin, dass ihr da wart und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß beim nächsten Programmpunkt. Ciao. Tschüss.